Wir haben unser Bestes gegeben. Goodbye, Arthur Morgan. Was ist mit dem Reh los? Ich bin gerade noch traurig. Ich habe gerade nur ein bisschen Tränen in die Augen. Also hätten sie Arthur länger gezeigt jetzt. We brought that trouble on ourselves. By we, you mean me. The one me who went and shot him. Seemed like he deserved shoot. I'm sure he did. But I've been thinking, ain't it about time you stop being the man making them decisions? I'm trying. Are you? I think so. I gotta find some place to lay low. Keep quiet. Maybe Dutch was right. Maybe we should've just gone to Tahiti. Is that it with you? Tahiti or killing? Come on, John. Please, try. Try what? We gotta live somewhere for more than just a few weeks. Okay. Let's see what we can find in Strawberry. What do you know about Strawberry? I know they like good, honest, hard-working men a whole lot more than angry killers. So make yourself good and honest. I am always honest. Maybe not always good, but I'm always honest. My whole life I've been surrounded by fools with moral codes. Here's a moral code. Look out for folks. Stop trying to act like some hero in a book. What do you know about heroes and books? My reading's getting pretty good. Well, read different books then. The books is Jack's. And, well, maybe he's doing most of the reading, but still. You're a bad influence on your mother, boy. Boy? Sorry, sir. What was that? I said you're a bad influence on your mother. With your books. You found something? Which books was that? You know, that dime novel, Boy Calloway and the Men from the Moon, or whatever it was. I'll do my best to find better reading material, Pa. That what you like, then? Western tales? Boy. What's that, sir? Do you enjoy tales of the Wild West? Not so much. Anymore. I've been reading about knights. You know, of the Round Table. The king. Gute Wahl. What's his name? There's King Arthur. And there's Sir Lancelot. And the Lady Guinevere. And a whole lot of others. Those names. I kind of like them. You know what? So do I. Tja. Ein paar Jahre später. Wir haben unser Bestmögliches versucht mit Arthur. Und ich finde schön, dass er den Sonnenaufgang noch sehen konnte. Hätten sie das jetzt ein bisschen länger gezeigt. Mir standen die Tränen schon in den Augen. Aber dann hätte es mich, glaube ich, überkommen. Und der Dutch. Alter, der Dutch. Wahnsinn. Puh. Harter Tobak. Aber ja, das war der Punkt, den ich erreichen wollte. Heute, unbedingt. Puh. Okay, wir haben hier. Ah, die Sachen haben wir alle. Nett. Okay. Keine Waffen, aber die anderen Sachen haben wir. Tja. Immerhin, er hat es geschafft, dass Abigail, Jack, der gute John und ich hoffe auch Miss Tilly, dass die abhauen konnten. Puh. Tja. Aber am Ende gab es keine Möglichkeit mehr für ihn. Es war ja mit seiner Krankheit so weit, dass der überhaupt noch so lange durchgehalten hat. Im Grunde Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Ich guck mal ganz kurz, wo fahren wir denn überhaupt hin jetzt hier? Okay, nach Strawberry einfach runter. Ist recht. Fahren wir hin. Also ich wäre dafür, dass wir als John jetzt einfach
jagen gehen wie verrückt. Dann alles verkaufen und dann richtig schön reich werden. Finde ich super. Und wir brauchen einen neuen Hut. Mit dieser komischen Schiebermütze sehe ich ja furchtbar aus. Wir müssen John neu einkleiden. Das sieht furchtbar aus. Willkommen in Strawberry. Waren wir ja schon länger nicht mehr. Geht klar. Mitten auf der Straße? Keine gute Idee. Grave digging or polishing some rich fella's boots or some such. Me too. See if me and the boy can find some laundry work or something. Okay. Oh, wir müssen ihn unbedingt neu einkleiden. Diese Schlaghose ist ja furchtbar. Nee, so nicht. How are you, Mr. Partner? Hi, Freunde. Hey, Mister. Ich erstmal allen guten Tag sagen, ist vielleicht eine gute Idee. Help wanted. Help you, son? I'm hoping I can help you. I saw the help wanted sign outside. Sure, but you're a bit old to be stacking groceries and running errands, ain't you, son? Well, I ain't too proud to do nothing. As long as it's honest and it pays. Time's hard, Mr. Milton. Jim Milton. Yeah, my wife and I and our boy, we was robbed a few days ago. Lucky to get out with our lives, we was. Now, well, we need money. Yeah, there's bad folk out there. Yeah, tell me about it. Got a wagon by any chance? Sure. Well, then maybe you could run some goods up to Pronghorn Ranch for me. You know, head west past Owingila, then follow the road north, leads right there. I don't know where that is, but I'm sure I can find it. I can leave right now if you'd like. It's Getty's place. Fine fella. Where's the wagon? It's just outside. You know, I should go tell my wife, and then I can come back and get loaded. Oh, my boys can load you up while you go find your wife. Okay. Okay. Was ausliefern? Kein Problem, das kriegen wir hin, würde ich sagen. Begib dich zur Arztpraxis. Hier gibt's eine Arztpraxis? Aha, das ist die Arztpraxis. Okay, dann gehen wir mal da runter. Abigail, ich hab was. Ah ja, Doktor, da steht's ja sogar. Jetzt kann meine Frau, die liebste Abigail, richtig schön stolz auf mich sein. Weil ich tolle Arbeit gefunden habe. So. Abigail, Schatz. Thank you, Doctor. Hey, how you getting on? I found some work. Me too. Delivering goods out to some ranch. Cleaning a doctor's surgery. Fine living. It is, John. Oh, it is. This is the way to it. I'll take your word on that. What do you suggest now? I'll stay here. Get on with the work. You deliver them goods and then collect me. Okay. And John, I love you. Don't you forget that. Not ever now. I won't. Oh je. Na, ich hoffe, ich komme mit der klar, ey. Abigail ist nicht gerade der Lieblingscharakter. Weil er die ganze Zeit nur am Rummeckern ist. Mach mal das, mach mal das. Ich hab's nicht so mit. Ja. Mit der jedenfalls. Und mit Kindern erst recht nicht. Sehr gut. Ich gebe mir Mühe. So, ich kick mal ganz kurz. Wo müssen wir hin? Ach du Scheiße. Ah, okay. Die Ranch gibt's aber noch nicht lange. Die ist neu. Weil hier war die Hütte mit den Bären und da gab's vorher keine Ranch. Interessant. Sehr interessant. Und Blackwater ist jetzt frei für uns. Wir können nach Blackwater. Heißt, dass wir alles hier erledigen können. Jetzt leider mit John. Also, was heißt leider, aber ja.
Wir müssen gucken. Irgendwo. Wir müssen gucken, ob wir den Berg finden. Und schauen, ob wir Arthur ehren können. Na dann mal los. Auf geht's. West past Owen Gila, then follow the road north. Okay. Ah, John, das werden wir wohl hinkriegen, ne? Komm mal, Jung. So. Du bist jetzt die neue Plötze da vorne dran. Plötze! Hü-hot! War es so traurig, dass unser Pferd tot ist, ne? Aber ja. Es hat uns gute Dienste geleistet. Wir werden immer an ihn denken. Jetzt muss eine neue her. Wir müssen mal gucken, ob wir uns ein besseres Pferd besorgen können irgendwie. Klappt bestimmt. Ob der Buell noch im Stall steht? Bestimmt, oder? Wäre interessant. Komm Plötze, hü-hot! Ja, Johnny Boy, hier kannst du wissen, hier gehen wir noch gut angeln. Das, hier müssen wir noch einen legendären rausholen. Hier müssen wir noch einen legendären rausholen. Oh, 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 Vorsicht! Kein Unfall bauen hier. Wäre jedenfalls gut. Im Grunde kann ich doch eigentlich den hier machen, oder? Kann ich tatsächlich. Sehr gut. Einfacher für mich. Oh, Plötze gibt alles hier. Junge, Junge. Stand eigentlich vorhin da, wie viele Jahre jetzt vergangen sind? Nee, ne? Warum die eigentlich überhaupt arbeiten gehen, ne? Die haben das ganze Geld von Arthur bekommen. Die müssten, also die sind eigentlich stinkreich. Die brauchen nicht arbeiten. Kein Puma zum Glück. Das wäre jetzt noch blöd gewesen. Und da ist die Farm. So. Nehmen wir mal ein bisschen Geschwindigkeit raus. Wir sind da. Direkt beim Puma-Gebiet. Naja. Schauen wir mal. Bringe die Waren zur Pronghorn Ranch. Oh, bloß noch, hier ist der Eingang, okay. Ja, haben sie neu hier hingezimmert, das Ganze. Hü-hot, aber hübsch. Hübsch, oh. Was eine Hütte. Nicht schlecht. Also bloß aufpassen, die Lemoyne Ranch ist ganz in der Nähe. You Mr. Geddes? No, sir. Well, Mr. Dickens, his overseer. Jim Milton. I'm delivering some supplies from the store in Strawberry. Okay. This is quite a place. Yes, it's beautiful. Hat er recht. They send everything? Yeah, I think so. So, partner, your boss, he looking for hands? Why? You looking for work? Yeah. My wife, we was in business with her family and turned sour. It's a long story. Yeah, I don't know. Married hands,
It's a lot of trouble. I'm a good worker. Hat er recht. Agatha, even our boy, Lancelot, we'll all work. Big man around, boy? Get the hell out of here. Now, that ain't very neighborly. And threatening us is neighborly. Hey, mind if I enjoy one of these apples? Put that down. Delicious. Oh. Na, da geht's ja gleich los. Sell this place, boy. I don't think there's any plans for that. You boys want a drink? It's some fine scotch whiskey. Put that down. Put that down. Oh. These supplies for the season. Get off the farm. Come on. We know when we're not wanted. Get down from there. Bye, bud. Come back here. You can use that horse. And don't get yourself hurt. Or hurt them, for that matter. Who den nichts? Ja, das Problem ist, wir haben ja sowieso keine Knarren, oder? Na los, let's go. Und wir haben keine aus, das Pferd? Achso, das Pferd ist ja nicht mal unseres. That's my damn wagon! You're getting out of that wagon, one way or another. Na los! Get on with you! Solche Idioten. Like us. All we're asking is Mr. Gaddy's takes, Mr. Abel's offer. Well, we might not be so cooperative. Ihr könnt froh sein, dass ich euch nicht abknalle, meine Freunde. Auch wenn ich gerade keine Waffen hab. Komm, Pferdchen, zurück mit dir. Ich hoffe, das geht wieder zurück. Ah, nur Ärger mit den Idioten wieder. Nee, nee, nee. Da kommst du hier an und gleich wieder sowas. Die können froh sein, dass wir nicht Arthur sind. Warte, ich mach ein bisschen Platz hier für den Kollegen. Da kommen wir ohne Probleme aneinander vorbei. Tag schön, mein Freund. So. Aber einen Apfel würde ich auch nehmen. Hätte ich nichts dagegen. So. Fein, Plötzi. Schön ruhig bleiben. Alles ist gut. So, ich hoffe, der Kollege ist in Ordnung. Nicht, dass dem was passiert ist. Okay, sitzen da wieder. Thank you. Milton, isn't it? Those boys are out of Laramie, work for Mr. Abel. Thank you. Don't mention it. Listen, I ain't looking for no charity or nothing, but I was serious. You got work? We'll work. I can do anything. We got robbed ourselves a few days back. We ain't got married hands here. You're married. Work hard on any one of them. I'm real honest, and my wife, even though she's got fancy thoughts, she'll work. Seem kind of desperate. What trouble you in? No trouble, sir. Aside from her brother. He tricked us and robbed her of her inheritance. We're good people. We'll work. Even Lancelot. What does Mr. Geddes need with a boy? Just another mouth to feed. Just please give us a chance. I can handle myself okay. You know that already. Yeah. Makes me wonder just who would have robbed you. But we'll give you a chance. I'll let Mr. Geddes know when him and his wife return tomorrow. Thank you, Mr. Dickens. I'll go get my wife. No, you stay here. It's getting late. We'll go get her in Strawberry. We'll bring her here tomorrow. We need you around in case any more of them Laramie boys turns up. There's okay. A little cabin out yonder past the ranch house. Things work out, y'all can stay there. Thank you. You'll not regret this. Yep. Go get yourself settled. We'll have work for you tomorrow when Mr. Geddes returns. Alles klar. Hi, Plötze. Oh, schick. Wir haben eine Hütte. Wir haben eine Hütte. Epilog Part 1. Brockhorn Ranch.
Guten Morgen, Johnny Boy. Guten Morgen. Das Rad. Mission abgeschlossen. Der Bursche ist schon knackig. Das müssen wir mal sagen. Plötz ist auch hier. Sehr, sehr gut. Ich bin sehr zufrieden erstmal. Das, was wir jetzt doch noch geschafft haben, nachdem wir ja diese Unterbrechung heute hatten mit dem Wuffi. Allerdings, und ich hatte es ja heute beim ersten Stream schon gesagt, werden wir für heute Schluss machen. Ich würde nämlich die Videos gerne noch schneiden und ja, das dauert auch noch ein bisschen. An YouTube sage ich danke fürs Zusehen. Ja, der Höhepunkt ist erreicht. Arfa, ich ziehe meinen Hut vor dir. Wir haben alles gegeben. Wir haben alles versucht, noch das Beste draus zu machen. Und ich hoffe, wir ja, haben das ganz gut geschafft. Und jetzt werden wir sehen, wie es mit John weitergeht. An YouTube sage ich danke fürs Zusehen. Über Abo, Like und Kommentar würde ich mich freuen. Und ja, Glocke aktivieren hilft auch ungemein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut und habt noch einen schönen Tag. Ciao.